Das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst finanzierte Qualitätsnetz Biodiversität mit dem Titel Reconciling Human Livelihood Needs in Nature Conservation beschäftigt sich mit dem Konflikt zwischen der Nutzung natürlicher Ressourcen durch den Menschen und dem Schutz von Natur. Das Qualitätsnetz Biodiversität bildet ein Netzwerk aus 4 Universitäten, zum einen der Technischen Universität München in Deutschland und 3 relativ jungen Universitäten in Kenia, der Southeastern Kenya University, der Pwani University und der Taita Taveta University. Das Qualitätsnetz Biodiversität fördert den Austausch von kenianischen und deutschen Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ermöglicht Aktivitäten wie Workshops und Feldkurse in Kenia sowie an der TU München in Deutschland. Afrika ist ein sehr interessantes Forschungsfeld, ein sehr interessanter Kontinent. Und ja, im Grunde sind die Fragestellungen in Afrika, speziell in Ostafrika, völlig anders als die Fragestellungen, die wir hier so bearbeiten, um Freising oder in Europa. In Ostafrika haben wir noch ursprüngliche Lebensräume, die wir natürlich gerne erhalten wollen. Die Lebensräume sind sehr vielfältig, aber auch sehr fragil. Die Böden sind meistens tief verwittert und die Klimaregime sind sehr anspruchsvoll. Das heißt also, wir haben heftige Niederschlagsereignisse, wir haben Trockenphasen und das sind alles Zustände, die natürlich eine große Herausforderung darstellen für den Ressourcenschutz. Ja, und deswegen arbeiten wir in Ostafrika, um uns einfach intensiv mit Landnutzungsproblemen auseinanderzusetzen, mit Ernährungssicherheit, aber auch mit Naturschutzthemen. Kenya has quite a number of challenges as a country, especially in the area of biodiversity conservation. And this is part of the reason why my university, Pwani University, has had a memorandum of understanding, an agreement with the Technical University of Munich to try and do research to be able to find solutions to some of these biodiversity challenges. Bevor wir in die Projektregionen fahren, schalten wir meistens einen kleinen Workshop vor. Wir bereiten uns hier an der TU München auf die Themen vor und haben dann zunächst in Kenia mit der entsprechenden Gastinstitution, mit der Kooperationsuni, einen Workshop, den wir so 2-3 Tage abhalten. Und dann anschließend gehen wir alle gemeinsam in großen Gruppen ins Feld und erheben Daten, die wir dann später an der TU München wieder auswerten. Es geht um Konflikte, es sind Konflikträume zwischen Schutz und Nutzung. Wir haben einen unglaublich hohen Bevölkerungsdruck in Kenia und das bedeutet, dass die Ressourcen meistens übernutzt werden, was natürlich eine große Herausforderung darstellt für den Naturschutz. Das Projekt beschäftigt sich mit den Galeriewäldern entlang von Flüssen in der Halbwüstenregion in der Nähe der Southeastern Kenya University sowie mit dem Küstenwald am Indischen Ozean, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pwani University befindet. Die dritte Studienregion sind die Nebelwaldfragmente der Taita Hills in enger Kooperation mit der Taita Taveta University. Die Aktivitäten vor Ort in den Projektgebieten sehen eine Kombination von naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Daten vor. In mehreren kleinen Arbeitsgruppen arbeiten kenianische und deutsche Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Feld und später bei der Datenauswertung und der Dateninterpretation zusammen. Studierende werden in kleinen thematischen Arbeitsgruppen an unterschiedliche Fragestellungen herangeführt. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Vegetationsökologie. Hier geht es um den Einfluss der Störung durch den Menschen auf die Invasionsdynamik von gebietsfremden exotischen Arten. Die erhobenen Datensätze zeigen, dass nach der Umwandlung von Galeriewäldern es zu einem Umbau der Vegetationsstruktur kommt, die inzwischen von invasiven Arten wie Lantana camara dominiert wird. Um überhaupt Aussagen treffen zu können über den Zustand von einer Region, über den Status quo, ist es natürlich essentiell, sich auch mit der Vergangenheit, mit der Geschichte von dieser Region zu befassen. Und hier haben wir mit alten Luftbildern gearbeitet, die früher während der Kolonialzeit noch in den 40er Jahren aufgenommen wurden.
Und wir konnten mit Hilfe von diesen alten Luftbildern im Vergleich zu den historischen Luftbildern, die wir mit Hilfe von Drohnen aufgenommen haben, relativ gut rekonstruieren. Zum einen, wie stark die Besiedlung zugenommen hat durch den Bevölkerungsdruck, aber zum anderen auch darstellen, wie stark die Abholzung vorangeschritten ist und gleichzeitig aber auch, wie die Invasion durch invasive, exotische Pflanzenarten in den letzten 10, 15 Jahren stattgefunden hat. Eine Arbeitsgruppe zur Bewegungsökologie an Vogelarten zeigte, dass besonders Vogelarten, die ausschließlich in den Galeriewäldern heimisch sind, unter der zunehmenden Fragmentierung von Waldflächen leiden. Hierfür haben Studierende kleine Sender an den Vogelarten angebracht und konnten dann die Individuen über einen gewissen Zeitraum verfolgen. Ökosystemfunktionen bilden die Verbindung zwischen Mensch und Natur und machen die Relevanz von intakten Lebensräumen für den Menschen deutlich. Ökosysteme stellen wichtige Serviceleistungen dem Menschen zur Verfügung, wie fruchtbare Böden, sauberes Grundwasser, Bestäubung durch Insekten. Diese Serviceleistungen der Natur sind essentiell, um erfolgreich Landwirtschaft zu betreiben. Um den Zustand der Landschaft zu bewerten, wurden unterschiedliche Ökosystemfunktionen gemessen. Es zeigte sich, dass in Gebieten, die durch die Landwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wurden, aber auch in Gebieten, die inzwischen von invasiven exotischen Pflanzen bewachsen sind, sämtliche Ökosystemfunktionen deutlich reduziert sind. Dies kann sich sehr negativ auf die Lebensqualität für Menschen auswirken. Neben diesen naturwissenschaftlichen Themen wurden auch sozialwissenschaftliche Umfragen durchgeführt. Dabei wurden die lokalen Bauern zu ihren Bewirtschaftungsmethoden befragt und ihre Bereitschaft, etwas für den Erhalt von ursprünglicher Natur zu bekommen, ermittelt. Die Umfragen zeigten, dass zumindest in diesem Projektgebiet das Verhalten der Menschen nicht in Abhängigkeit zu ihrer Bildung steht. Die Bereitschaft, nachhaltig zu wirtschaften, hängt von der Flächengröße ab, die den einzelnen Bauern zur Produktion von Nahrungsmitteln zur Verfügung steht. Besitzen die Menschen nur wenig Land und haben sie gleichzeitig eine große Familie zu ernähren, sind sie gezwungen, hier möglichst intensiv den Boden zu bewirtschaften, was sich langfristig sehr negativ auswirken kann auf die zukünftigen Erträge, da die Bodenfruchtbarkeit reduziert wird. If we want to conserve nature, for who? Of course, nature is about the trees and the animals, but these are all beneficial to the human being. So it is important to understand human needs and of course reconcile them with nature conservation. There is no way you can be able to talk of nature conservation without putting the human person at the center of the equation. Das Qualitätsnetz Biodiversität zielt auf eine Verbindung von Mensch und Natur ab. Die in den drei Projektregionen erhobenen Daten werden anschließend in Kenia und an der TU München in Deutschland analysiert und diskutiert. Mit diesen gemeinsamen Aktivitäten sollen Studierende für dieses Spannungsfeld Nutzung und Schutz von natürlichen Ressourcen sensibilisiert werden. Es soll eine Basis für eine zukünftige Vernetzung von Wissenschaftlern leisten. Dabei geht es nicht nur um die Verknüpfung von kenianischen und deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern auch um eine sogenannte Süd-Süd-Vernetzung, also die zukünftige Kooperation zwischen den drei kenianischen Partneruniversitäten. Die ersten Ergebnisse machen deutlich, dass sich Naturschutz in tropischen Lebensräumen in Entwicklungsländern nicht mit dem Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten beschäftigen sollte, sondern hauptsächlich den Erhalt von intakten Umwelten sicherstellen muss. I think it is important for the world to know that the coexistence between nature and the human life is critical. It is the defining line for survival and for the whole spectrum of sustainability. The global agenda 2030 is very clear in terms of sustainable development within the sustainable development goals. But this sustainability cannot be achieved if we don't innovatively involve nature conservation and a clear balance of how we take care of human needs, so that there will be a win-win situation between nature conservation and human livelihood needs. And this is where the innovation of the 21st century should center on, to be able to protect human lives and make life better and beneficial for everyone, animals, plants, and human beings.